Hallo, du wundervolle Anhäufung an Sternstaub. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful News. Mein Name ist Lisa und ich freue mich wie immer, dass du heute hier bist und mit mir gemeinsam einen Blick auf die Sterne und die aktuellen Energien werfen wirst. Heute soll es um die anstehende Mondfinsternis in Skorpion gehen und alle nur so, Finsternis, Skorpion, Aber es ist gar nicht so schlimm, es ist eigentlich voll schön, weil ich finde, es ist wie so eine Einladung, wirklich nach innen zu hören, zu gucken, so, was brauchen wir jetzt, was braucht der Körper, ne? Was braucht die Seele. Wir sind auch gerade in einem Merkur-Rückläufigkeitszyklus, über den habe ich ja auch schon ausführlich gesprochen, und der gibt uns einfach so die Möglichkeit, wirklich so mit uns zu sitzen, mit unseren Gedanken, mit unseren Wünschen, wirklich nochmal alles irgendwie zu hinterfragen und zu schauen, so, ja, wo muss ich irgendwie nochmal was verbessern, wo muss ich nochmal was verändern. Und ich glaube, Skorpion ist so, viele Leute mögen die Energie ja nicht so gerne und da sind so ein bisschen verängstigt auch, weil es einfach so was sehr Transformierendes ist, es ist was sehr Tiefes, es ist was Durchbohrendes, und ein Vollmond wirft immer Licht auf etwas, ja, er bringt irgendwas an die Oberfläche, und bei Skorpion ist es halt natürlich etwas, was du wahrscheinlich so krass tief unten irgendwo in deinem Unterbewusstsein vergraben hast. Und es ist gut, dass wir diese Dinge uns anschauen. Ja? Wenn wir, es ist ja auch gerade Frühling, ja? Die Leute machen ihren Garten fertig. Du musst auch da umgraben, irgendwelche Steine kommen nach oben. Diese Blockaden müssen gelöst werden, damit irgendwie alles wieder anfangen kann, in seiner vollen Blüte zu stehen. Und so ist es eben auch mit unseren Sachen. Ja? Wir müssen diese Dinge auflösen, um weiterzugehen. Wir müssen unsere Schattenseiten anschauen. Und dafür ist es jetzt einfach gerade eine wirklich wunderbare Zeit. Wir haben ja dieses ganze Jahr eigentlich so diesen Tanz zwischen Venus und Mars. Und so ist es jetzt eben auch. Wir haben eben auf 14 Grad Skorpion den Mond stehen. Und Skorpion wird eben von Pluto und Mars beherrscht. Und wir haben die Sonne, die im Stier steht und dort eine Konjunktion mit Uranus und eben dem rückläufigen Merkur bildet. Und Stier wird eben von der Venus beherrscht. Und auch da geht es wieder um diese zwei Ebenen, ja, wenn wir uns anschauen, was bedeutet Stier? Stier ist unser Körper, es ist Genuss, es ist alles Sinnliches, die Leidenschaft, es ist die materielle Welt. Geld, Besitztümer, Werte. Und Skorpion auf der anderen Seite ist alles Feinstoffliche. Es ist etwas Nicht-Materielles. Ja. Es sind Beziehungen, Emotionen, Ängste, Groll, Wut, all diese unterdrückten Sachen. Und beide, Stier sowie auch Skorpion, sind fixe Zeichen. Das heißt, die halten ganz fest an Dingen und es ist nicht so easy für die, sich zu verändern. Ja, es sind so Dinge, die ja schon fast so verbissen und stur irgendwie, an die man sich ranklammert und wo man nicht loslösen kann. Und das sind genau diese Dinge und Themen, wo wir hinschauen wollen. Ja. Und wo wir mal ganz tief reinhören wollen. Und es geht jetzt eher so ums Loslassen. Ja, Uranus möchte sich immer freischlagen, der möchte sich rauskämpfen, der möchte irgendwie wie so einen Durchbruch erlangen. Und das ist halt eine Einladung, jetzt wirklich mal zu gucken, okay, was möchtest du denn gehen lassen? Sei es jetzt auf der spirituellen Ebene oder eben auf der körperlichen Ebene. Wir alle haben irgendwo Skorpion und Stier in unserem Chart. Und es hilft natürlich auch, wenn du mal guckst, okay, wo stehen die denn bei dir? Ja, welches Haus wird von den beiden beherrscht? Ne? Diese Lebensbereiche sind natürlich die, wo wahrscheinlich irgendwie was ans Licht kommt, an die Oberfläche. Und wo du am meisten eingeladen wirst, vielleicht dich von irgendwelchen Dingen zu befreien, an denen du halt so verkrampft festhältst. Und es ist nicht immer einfach, aber es kann auch mega schön sein, einfach nach innen zu hören und zu gucken, okay, was sagt meine Seele? Was will meine Seele? Was will mein Körper? Woran halte ich fest? Welche Gewohnheiten, welche Muster? Ne, wovon bin ich abhängig? Und Abhängigkeiten müssen auch nicht immer nur negative Sachen sein. Wir können uns auch gerne bewusst werden, so, was die guten Dinge sind, von denen wir abhängig sind. Wenn ich abhängig bin davon, irgendwie jeden Morgen meinen grünen Tee zu trinken oder meinen Matcha oder Sport zu machen oder zu meditieren, dann ist es eine schöne Abhängigkeit. Die Frage ist nur, wie flexibel kann ich sein, wenn das Leben mal anders kommt? Kann ich den Tag dann trotzdem noch irgendwie mit Liebe, Fülle und Akzeptanz zu jeglicher Veränderung irgendwie genießen? Oder ist es für mich schwierig, aus diesen Dingen wirklich auszubrechen? Also bin ich da sehr, sehr starr mit diesen Strukturen? Skorpion, alles spirituelle, feinstoffliche, Emotionen, Wut, all diese Dinge, an denen wir lange, lange festhalten oft und die sich dann auch natürlich auf körperlicher Ebene absetzen. Ja. Ich merke das selbst bei mir ganz doll. Ich habe, ja, wie viele vielleicht von euch wissen, weil sie hier meinen Kanal verfolgen,
auf jeden Fall Probleme mit meinem Rücken. Und in den letzten 2 Wochen ist es so klar geworden, dass es eben so eine, also es ist auf meiner rechten Seite, das heißt auf der männlichen Körperhälfte, dass es irgendeine Emotion ist, die sich da so festgesetzt hat und die sich da so, die so einen Knoten gebildet hat und die mich irgendwie auch so unflexibel macht und mich auch irgendwie zurückhält. Und ich will auf jeden Fall versuchen, da irgendwie, also ich bin schon dabei, immer natürlich schön mit diesen Faszienwellen, Faszienrolle irgendwie da irgendwas zu lockern, versuchen, das in Fluss zu bekommen und auch diese Uranus-Energie jetzt zu benutzen, dass da vielleicht wie so ein Blitzschlag irgendwie reinkommt und sich das, ja, auflöst einfach. Weil ich glaube, dass es ganz viel mit Ängsten zu tun hat und Sorgen und Thema Materielles, ja. Ich habe das ja auch schon kurz angesprochen. Das ist auch das Thema auf jeden Fall von meinem Stierblog, den ich gerade mache. Ängste und Sorgen, Mangelgefühl, materielle Werte, Geld. Und auch da bin ich total dran am Arbeiten, dass ich versuche, gerade jeden Tag zu meditieren und mir bewusst zu machen, I'm a divine infinite being and there is all these possibilities outside. Und ich kann alles kreieren, was ich möchte. Und mir das einfach ins Bewusstsein zu holen, dass ich das spüre, dass ich das lebe, dass ich das ausdrücke, ja? Dass ich die Fülle einfach noch viel mehr in mein Leben einlade. Was ist das aktuelle Bedürfnis deines Körpers? Was ist das Bedürfnis deiner Seele? Passend dazu, ich fange auf jeden Fall heute oder morgen an zu bluten, was ich auch voll schön finde, weil das irgendwie diesen Loslassprozess auch nochmal unterstützt. Und da wir eben in der Finsternis sind und da Skorpion nicht das einfachste Zeichen ist, so sei gut zu dir, ja. Es ist eine Einladung, wirklich irgendwie zärtlich zu dir zu sein, diesen Prozess auch zu feiern, ja. Also den auch irgendwie schön zu machen. Nimm ein heißes Bad oder spring in den eiskalten See, geh in eine Sauna. Treat yourself. Also ich kann es immer wieder sagen, in diesen Phasen ist es wichtig, dass wir so liebevoll mit uns selbst umgehen, wie wir mit jemandem anderen umgehen würden. Und verlier dich nicht im Drama im Außen. Es wird so viele Leute geben, die jetzt sagen so, oh mein Gott, es wird so Schlimmes passieren und bla bla bla. Also Drama macht nur noch mehr Sorge und noch mehr Angst. Und wir brauchen diese ganzen komischen Energien in unserem Körper nicht. Und wir müssen uns jetzt auf uns konzentrieren, damit wir daraus eben Neues erschaffen können. Wir stehen kurz davor, dass Jupiter auch in Stier einzieht. Es wird eine wunderschöne Zeit auch, ja, ein Jahr, in dem wir einfach ganz viel diese Körperlichkeit, diesen Genuss auch zelebrieren können. Wo wir verstehen, dass dieses Ding, was uns hier durchs Leben trägt und unsere Seele beherbergt, ein Tempel ist, den wir feiern sollten, dem wir irgendwelche Gaben bringen, ja, wo wir einkehren, um zu beten, nach innen zu schauen, um Dinge zu bitten, wo wir Prozesse durchführen. Und ich denke einfach, dass wir voll oft uns da drin verlieren in diesem Druck, oh, wenn die Finsternis ist, dann muss das und das gemacht werden und du musst hier das und das machen. Und also diese Idee, dass wir Maschinen sind und dass wir immer ständig in der Veränderung sein müssen, dass wir immer höher müssen, immer besser sein müssen, dass es immer irgendwie noch eine Stufe auf der Leiter gibt zu erklimmen, das macht so viel Druck und wir vergleichen uns dann ständig und es ist wie, als müsste man so einen Test bestehen oder sowas. Und natürlich denkt man die ganze Zeit, man scheitert auch, weil man da noch nicht ist und da noch nicht ist. Ich habe heute Nacht sogar davon geträumt, dass ich irgendwie so einen Mathematiktest machen muss. Und ich liebe Mathe, ja. Ich hatte früher immer eine 1 und ich hatte nur 5 Tage und habe gar nicht verstanden, was da drauf stand. Und habe es halt gar nicht gecheckt und war nur so, scheiße, ich will unbedingt wieder die 1 und dieser Druck. Und oh, das hat alles in mir umgedreht und wie ich mich von jeglicher Lebensfreude abgeschnitten habe, weil ich dachte so, ich muss da und dahin so. Das war total das interessante Sinnbild davon. Also ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Idee, dass wir scheitern, ständig scheitern und uns dann fertig machen dafür, dass wir zu langsam sind, zu unwissend sind, irgendwie nicht vorankommen, nicht so gut sind wie andere, auch mal dieses Vergleichen und so, weil ja, Skorpion ist das Mysterium. Da geht es um sich langsam entfalten, ja, in diesen Fluss eintauchen, wo wir nicht wissen, wo es hingeht. So. Es kann ganz schnell sein, es kann aber auch ganz langsam sein. Es geht sowieso immer weiter. Also kannst du vertrauen in deinen eigenen Prozess, in den Fluss, in das Timing von dir selbst, in dieses, ja, Divine Timing. Ne? Es kommt alles so, wie es kommen muss. Und irgendwas gibt es halt jetzt gerade im Moment für dich eben noch aufzulösen oder zu begreifen oder zu sehen oder zu integrieren, warum du eben noch nicht irgendwo da bist. Aber kannst du hier sein? Kannst du dich nicht fertig machen? Kannst du das genießen? Kannst du in diesen magischen Fluss eintauchen und kannst du vertrauen? Mit diesem Merkur rückläufig und diesem Skorpion, das hat ja auch echt so was extrem intensiv Mentales. Ja? Also es kann natürlich dazu kommen, dass wir uns dann so festhängen an so Ideen, dass wir so
merken, wie unser Kopf so total in irgendeine Richtung geht und wir so wahnsinnige Geschichten in unserem Hirn spinnen, die dann auch zu irgendwelchen Emotionen führen und halt dieses Drama in uns selbst kreieren. Also zum Beispiel, ich habe gerade extremen Haarausfall und dann merke ich manchmal die letzten Tage, wie ich in die Panik gehe. Also erst so seit 5 Tagen oder so. Und dann merke ich, dass ich so zwischendrin so mich verliere in meinem Kopf so und denke so, oh mein Gott, ich werde alle mein Haar verlieren. Oder ich habe irgendeine krasse Krankheit, die dazu führt, dass ich gerade eben so einen Haarausfall habe. Ne? Also diese Story, kannst du dich in dem Moment ertappen, wo du irgendwo dich total verlierst und in diese Negativspirale reinkommst, ja? Kannst du diesen Moment festhalten und kannst du da anfangen, über dich zu lachen? Kannst du da einen Schritt zurücktreten und so denken, ey, ich nehme diesen Moment, um zu atmen und zu verstehen, dass es total irrational ist, die Gedanken, die man da hat. Ja, weil klar, Skorpion ist sehr intensiv, Merkur rückläufig, dieses ganze Ding passiert im Inneren. Versucht diese Chance zu nutzen, da auch wirklich mal zu reflektieren, weil oftmals sind es Storys, die wir uns erzählen, die so Nonsens sind und die uns dann so festhalten und uns tagelang beschäftigen. Und eigentlich von dem abhalten, was wir eigentlich machen wollen, ja. Von der Magie, die wir auch entfalten können, wenn wir die Kontrolle über unseren Verstand bekommen, ja. Und wenn wir da voll in unserer Kraft sind, dann können wir daraus nämlich auch schaffen, aus diesem Feld heraus, in dem wir uns voll fühlen, ja. Das ist wie ein Magnet, das zieht dann eben diese Wahrheit an, die wir sehen wollen. In der Numerologie ist es auch super spannend. Wir haben 14 Grad, ergibt zusammen die 5. Und die 5 ist die Mitte. Es ist die Mitte von 1 bis 9. Das heißt, es kann in alle Richtungen gehen. Es ist sehr neugierig, es will Informationen sammeln, Erfahrungen sammeln. Es ist nicht festgelegt. Ja, es ist viel weicher als Skorpion und Stier. Und es hilft uns und unterstützt uns auch so ein bisschen, dadurch einfach da zu fließen. Wenn wir uns nicht immer neue Ziele und Richtungen und so vorgeben lassen, sondern mehr wie der Wind sind, ja, so uns dahin tragen lassen, können wir so frei sein, dass wir uns überraschen lassen können. Und diese Ungewissheit auch einfach wirklich lieben lernen. 5 ist der Meister der Veränderung. Also der lädt wirklich ein, einfach offen zu sein, sich anzupassen, flexibel zu sein. Und gleichzeitig kann es natürlich auch die Erkenntnis sein, okay, irgendwie merke ich, ich brauche jetzt wieder Veränderung, weil gerade das, was ich jetzt hier habe, ist irgendwie langweilig. Das habe ich jetzt alles integriert. Ich möchte weitergehen, ich möchte ausbrechen. Ja? Also wir haben ja diesen Uranus auch einfach da, der uns auffordert, dann mutig zu sein, die Grenzen zu durchsprengen, ja, und unsere Realität eine neue werden zu lassen. Auch im Human Design ist es wieder wunderschön. Ja? Es ist das Tor 1. Das steht für Kreativität, für Selbstausdruck, für Schöpfung und Originalität. Und ich meine, wie schön ist das denn bitte? Ja? Es ist dieses ganze Potenzial, eine Einladung, dich so auszudrücken, wie du willst. Ne? Es ist alles möglich. Es ist dieses unendliche Potenzial an Kreativität, was in einem drinnen so vor allem hinbrodelt. Und wenn man es unterdrückt, halt irgendwie sich auch anstaut, ist es einfach diese Einladung, es auszudrücken. Also wie kannst du deine Wahrheit mit anderen teilen, dein Dharma rausbringen, ja? Lass den Freak raus. Es muss keine Norm sein. Es muss nicht so aussehen wie irgendwelche anderen 1 Million Instagram-Feeds. Es muss sich nicht anhören wie perfekt geschnittene Podcasts. Es muss nicht ein YouTube-Video sein oder sonst irgendwas. Was ist deine eigene, ganz einzigartige Sprache und Ausdrucksweise, mit der du dein Dharma teilen willst? Und es ist so ein krasser Druck immer. Ich habe das auch so doll und ich kämpfe jetzt schon so lange mit diesem dummen Instagram-Account, dass ich da immer wieder merke, wie ich so, ah, aber die anderen machen es so und so und es passt nicht und es ist irgendwie, reißt nicht mit oder was weiß ich was, und merke, dass ich mich dann anpasse und gar nicht authentisch poste, gar nicht poste, was ich posten will eigentlich, aus der Freude heraus, aus dem Spaß heraus, weil ich denke, ich muss in irgendeine Box passen, in irgendeine Gesellschaftsnorm. So, und dann merke ich, dass sich das anstaut und dass ich dann gar nicht mehr mache, weil ich auch gar keinen Spaß dran habe. Und genau das ist so dieser Effekt von diesem Tor 1, ja. Also entweder du drückst es aus, und es ist diese Einladung, einfach ganz frei zu sein. Oder ist es halt Gefahr, dass es sich anstaut und dann auch wieder dieses körperliche Komische macht. Ne? Also ich muss sagen, ich glaube, wenn wir dieses Skorpionfinsternis jetzt wirklich einfach genießen und uns Raum geben, dann können wir extreme Durchbrüche haben, die vor allem im Inneren sind. Die uns auch klar machen, dass wir auf jeden Fall als Individuum auch in irgendeiner Form Einfluss auf die Welt haben wollen, ja, wir wollen irgendwas verändern, ja, dieses Tor 1 ist auch dieses Tor. Du möchtest irgendwie Teil der Veränderung sein, des Fortschritts sein, dass sich
diese Welt zu einer besseren entwickelt, dass sich unsere Gesellschaft und die Menschheit an sich zu einer besseren entwickelt. Und dass wir wegkommen von diesem extrem materialistischen mehr zu diesem emotionalen, ja, zu diesem Verbindenden. Jetzt schauen wir mal, was hier so sich zeigen möchte in den Karten. Ich dachte, wir nehmen jetzt hier mal mein Orakel mit rein. Wir haben den Nektar. Oh, und das finde ich mega schön, weil das ist so, das ist die Essenz, die dich weiterbringt, die dich zum Heilen bringt. Ja, was ist es? Welche Aktivität? Welcher Genuss? Was kannst du finden, was in deiner Umgebung vielleicht auch, ja, in deinem Garten? Kannst du irgendwas machen, irgendwas finden, was dich ins Heilen bringt, was dich inspiriert? Das ist die Substanz, die diese unendliche Heilungskraft hat. Und was ist das für dich? Schauen wir mal, welche Tierenergie das Ganze hier noch unterstützen möchte. Das Kamel. Oh, und auch das ist so schön, weil das Kamel ist diese Beständigkeit, diese Ruhe. Es bringt diese zwei verschiedenen Seiten zusammen, ja, das, was sich gegenüberlegt, was wir halt auch haben mit dem Stier und dem Skorpion natürlich, diese zwei sehr unterschiedlichen Seiten, unsere spirituelle Seite, unsere körperliche Seite. Wie kann ich das verschmelzen? Wo finde ich in mir drinnen genau das, was ich jetzt eben brauche, dieses Elixier, den Nektar? Und kann ich diese Herausforderungen, diese Probleme, die jetzt aufkommen, kann ich die mit Ruhe, mit Entspannung im Fluss angehen? Ich muss mich nicht stressen. Es ist nicht dieses Hektische, es ist dieses Entspannte, dieses Vertraute. Freu dich auf die Transformation, ja? Hab dieses Glänzen in den Augen, wenn du weißt, dass diese Version, die daraus entstehen kann, aus dieser Heilung und aus diesem Integrieren der dunklen Seite, dass die eine bessere ist als die jetzige. Mit diesen Worten entlasse ich dich in diese Energie und hoffe natürlich sehr, dass es dir wunderbar geht, dass du damit was anfangen konntest, dass du es genießt in vollen Zügen und dass wir uns ja auf der anderen Seite dieser ersten Finsternis-Saison irgendwie wiedersehen und alle irgendwie was mitgenommen haben. Wie immer würde ich mich natürlich total freuen, wenn du dem Video ein Like hinterlässt oder einen Kommentar oder meinen Kanal abonnierst, da hilfst du mir unglaublich weiter. Und ansonsten pass einfach auf dich auf, bleib frei, bleib stark. Namaste.